Herzlich willkommen, meine Herren, zum Truck Talk hier in Zolder. Wir wollen heute ein paar Themen ansprechen, die uns, glaube ich, alle in der Vergangenheit jetzt auch bewegt haben und auch aktuell noch bewegen. Das erste Thema ist, ich habe ja hier drei Hochkaräter der Logistikbranche sitzen, das Thema Corona. Klar, es hat uns alle bewegt, alle getroffen. Fangen vielleicht mit René an. Wie weit hat es die Logistikbranche auch betroffen und welche Themen waren da vordringlich jetzt in der Vergangenheit? Ja, es ging ja schon letztes Jahr los, eigentlich da Anfang letzten Jahres, Februar, März, wo es dann massiv wurde. Und ja, da waren schon einige Themen, die uns da natürlich tangiert haben. Das erste war natürlich dann klar, erstmal was für alle neu, war eine Unsicherheit da, was passiert jetzt hier, was passiert am nächsten Tag, in der nächsten Woche. Das ging dann los natürlich da, dass es ja, mit den Fahrern nicht klar war, wie kommen die jetzt irgendwo zum Arbeitsplatz, wie kommen die über die Grenze und solche Sachen. Ne? Wir haben ja viele osteuropäische Fahrer auch bei uns beschäftigt dann, und da war nicht klar im Prinzip, ob die am Montag den LKW besetzen können zum Beispiel. Ne? Und dann ging es los mit der Auftragslage. Gab es einige Branchen, die waren komplett runtergefahren. Automobilindustrie zum Beispiel, ne? Die haben dann ihre Werke stillgelegt und dann war natürlich da auch ein massiver Auftragsrückgang, andere Branchen haben zugelegt, gerade im Handelsbereich. Also wir fahren auch viel mit Kühlfahrzeugen zum Beispiel in der Distribution für Discounter und da war natürlich dann auf einmal dann ja, massive Nachfrage, ne? Weil natürlich alle Leute dann zu Hause bleiben mussten, konnten nicht mal in Urlaub fahren. Gastronomie hat nach und nach zugemacht und dann haben sie alle Mengen sozusagen auf die Discounter ja, beschränkt und da gingen die Mengen extrem hoch. Also da konnten wir auch ein bisschen was ausgleichen, aber es war, wie schon gesagt, eine extreme Unsicherheit am Anfang da. Alles war neu und hat ein bisschen gebraucht, sich darauf einzustellen. Gibt es denn im Moment einen Mangel auch an Fahrern? Wie sieht es aus in der Branche? Also muss man um Fahrer kämpfen oder muss man sich Sorgen machen? Also den Mangel gibt es sicher seit heute oder gestern. Den haben wir schon etwas länger, den Fahrermangel. Aber in der heutigen Zeit müssen wir, glaube ich, sehr stark um Fahrer kämpfen, weil so Kleinigkeiten dafür reichen, dass der Fahrer einfach wechselt, ohne mit einem selbst darüber gesprochen zu haben, was ihn bedrückt. Und dann sagt er einfach, hier kündige ich und weg bin ich. Also der Kampf um die Fahrer ist sehr stark geworden. Gut, wir bilden noch ein Stück aus, aber das kompensiert nicht das, was an Fahrern fehlt. Und dadurch, durch das Corona, haben wir leider wenig Insolvenzen gehabt, sage ich mal, in der Spedition. Jeder hat im Gegenteil vielleicht 2-4% abgebaut. Es ist nicht so, dass 2-4 große Firmen pleite gegangen sind, damit Fahrer frei geworden sind, sondern jeder hat ein Stück abgebaut, weil ein Fahrermangel da ist. Damit gibt es einen erhöhten Laderaumbedarf und von der Warte wird es noch viel schwieriger. Und die Fahrer denken, sie können sich alles aussuchen, aber es gibt halt eine gewisse Grenze, wo man sagt, dann muss man halt lieber 2 Fahrzeuge verkaufen und sagen, ist halt nicht. Was ist denn, René Reinhardt, Ihre Analyse? Warum gibt es diesen Fahrermangel? Sind die abgewandert? Haben die einen anderen Job gefunden? Oder ist es nicht mehr attraktiv? Woran liegt es? Warum muss man so kämpfen? Ja gut, klar. Also erstmal haben wir natürlich seit vielen Jahren einen extremen Druck, gerade in Westeuropa. Ne? Durch die Öffnung nach Osteuropa kam natürlich sehr viel Konkurrenz. Also Zehntausende von LKWs aus Osteuropa, die uns hier das Leben schwer machen, die Preise unter Druck setzen. Und dementsprechend schaffen wir es in Deutschland nicht, die Rahmenbedingungen natürlich so auch zu verbessern, wie es eigentlich sein müsste. Irgendwo, ne? Und dann hat man seit Jahren in Deutschland natürlich, das ist das Problem bekannt, es fehlen Zehntausende Fahrer, es kommen auch keine mehr nach. Für junge Leute ist es halt einfach nicht mehr attraktiv, Kraftfahrer zu werden. Es gibt attraktivere Berufe und man will nicht mehr Kraftfahrer werden. Das Thema Führerschein ist schon ein Riesenthema, da war früher die Bundeswehr ein Riesenführerscheinlieferant, das gibt es heute nicht mehr, also es gibt keine Bundeswehr oder keine Wehrpflicht mehr, wo man da hingehen kann und sich einen Führerschein im Prinzip dann machen lassen, also da haben wir schon allein auch für Quereinsteiger ein Riesenproblem, also da kommt einfach das Problem in Deutschland her, Attraktivität und Führerschein für Quereinsteiger und dann war das Allheilmittel Osteuropa, da hat man sich natürlich in Deutschland viel dem polnischen Markt bedient und wir müssen jetzt feststellen, dass natürlich dann auch die Fahrer auch in Polen wählerischer werden, auch in Osteuropa wählerischer werden. Ich fahre natürlich lieber im Fernverkehr auf langen Strecken international, wo man in der Woche einmal entladen muss, in Deutschland halt im Regionalverkehr oder auch im Fernverkehr ist es halt viel öfter, also viel mehr Arbeit. Ne? Und das, wenn man sich aussuchen kann und es gibt genügend andere gut bezahlte Jobs, geht man dahin, wo es einem besser gefällt. Ne? Und außerdem haben wir natürlich auch viele Fahrer, die in andere Branchen wechseln. Also es ist nicht nur so, dass jetzt wir untereinander Konkurrenz haben in der Branche, sondern viele Fahrer gehen auch woanders hin und gehen ans Fließband, in die Automobilindustrie und bekommen da 35-Stunden-Woche, 4.000 Euro im Monat und solche Sachen, da können wir gar nicht gegenhalten. Ne? Und
Und auch in Osteuropa als letztes ist natürlich auch die Konjunktur im Moment sehr gut. Also gerade in Polen gibt es natürlich viel mehr Jobs jetzt auch vor der Haustür. Und die Fahrer sind Menschen wie wir alle und die haben natürlich auch das Bedürfnis, natürlich ihr Familienleben, Sozialleben im Prinzip. Und die wollen natürlich auch ihre Kinder aufwachsen sehen und sind natürlich lieber dann irgendwo in der Nähe zu Hause, wo sie dann abend ihre Familie sehen und ihre Kinder aufwachsen sehen, ihren Hobbys nachgehen können, verzichten auch gerne mal auf ein paar Euro im Prinzip. Und das sind so die Dinge, die jetzt alle da zusammenkommen, die den Fahrer mal extrem verschärfen im Moment. Sven Walter, ich weiß, Sie kümmern sich intensiv auch um den Nachwuchs. Was muss passieren oder wie kann man den Beruf auch, wir haben es ja gerade gehört, wie schwer es ist, wie kann man den Beruf auch wieder attraktiver machen und was sind Ihre Ideen dazu? Das ist relativ einfach, den Job wieder attraktiv zu machen. Die Verlader oder auch die Kunden wie Discounter oder Automobilindustrie, die dürfen uns nicht wie den letzten Dreck behandeln. Unser Problem ist, dass wir keine Lobby haben in unserer Politik, sondern wir sind das letzte Glied in der Kette und der doofe Fahrer in Anführungsstrichen und unser Job wird nicht für voll genommen. Vor 20 oder 30 Jahren war das so gewesen, du hast einen Führerschein gehabt, konntest einfach fahren. Heutzutage, vor 10 oder 12 Jahren, ist es ja wie ein Ausbildungsberuf geworden und da gehört ja wesentlich mehr zu, als nur einen Führerschein zu besitzen und ein Lenkrad zu drehen. Es gibt Ladungssicherungsmittel, es gibt verschiedene Gesetze, die ich einhalten muss und es ist doch relativ komplex geworden, so wie jeder andere Ausbildungsberuf, Maurer, Bäcker und so weiter. Und an der Rampe ist das größte Problem, warum unser Job unattraktiv ist. Es ist nicht das Geld oder die Arbeit an sich, sondern man wird wie der letzte Mensch behandelt. Das ist das größte Problem, warum das unattraktiv geworden ist. Wie kann man das ändern? Wir bräuchten eine Lobby. Also sprich, Lobbyarbeit wird ja viel in der Bundesregierung gemacht. Wir haben aktuell in Deutschland, denke ich mal, irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 fehlende Parkplätze. Sprich, wenn wir abends um 17 Uhr nicht irgendwo einen Parkplatz gefunden haben, läuft die Uhr, fährst 5, 6, 7, 8 Parkplätze an, findest keinen Parkplatz, stellst dich dann irgendwie in die Ausfahrt. Achso, 3 Stunden später, wenn du das erste Mal eingeschlafen bist, kommt die BRG oder die Polizei, im Moment, hier dürfen sie nicht stehen, klopfen, wir müssen weiterfahren. Ich kann auch nicht weiterfahren, weil meine Fahrzeit rum ist. Wird dann auf den Fahrer einfach abgewälzt und das sind dann die Themen, wo ich glaube, dass wir politische Unterstützung benötigen oder Lobbyarbeit. Wie sehen das die beiden anderen Herren? Zustimmung in dem Punkt? Ich sehe es ähnlich, aber wir kriegen das bei uns im Betrieb auch mit. Durch den Wegfall der Bundeswehr fehlen einfach die ja gut ausgebildeten Lkw-Fahrer, Maschinisten. Wir brauchen tagtäglich nur auf die Autobahn zu gucken. Ich sehe mal gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo Sie gerade Corona angesprochen haben, alle sitzen zu Hause, bestellt online. Wir ärgern uns über die vielen Lkws auf der Straße, aber überhaupt keiner geht mal dahinterher, warum fahren die da überhaupt? Kein Lkw fährt aus Spaß sonntags irgendwo an See, um da baden zu gehen oder in die Stadt, um da zu bummeln, sondern der Lkw hat einen Sinn, warum der unterwegs ist, weil der nämlich demjenigen, der das bei Amazon oder Gott weiß wo bestellt, nach Hause liefert und dann am besten 18 Uhr bestellen, aber nächsten Morgen zu Hause haben. Wir brauchen uns die Parkplatzsituation nur angucken. Ich habe jetzt endlich, ja, ich sag mal, durch den Truck Race mal wieder zum Kraftfahren gefunden. Vorher hatte ich keine Zeit dafür. Ich fahre oft selber mit meinem Renntruck hier mit dem LKW zur Rennstrecke hin und da ist schon schwierig. Wenn wir nach Ungarn fahren, sind wir 2 Tage unterwegs und wenn man da nicht bis 17, 18 Uhr irgendwo einen Parkplatz gefunden hat, dann weiß man nicht, wo man übernachten soll. Wenn man dann einen Parkplatz findet, zahlt man oft auch mal 10, 15 Euro dafür eine Übernachtung. Wo ich sage, ja gut, ich mache das 10-mal im Jahr, da kann ich das Geld gerne in die Hand nehmen, dann bin ich auch zufrieden, wenn ich morgens eine saubere Toilette und eine Dusche habe. Nur wir brauchen uns nur die Parkplatzsituation angucken, wo keine Toiletten, keine Dusche sind. Und ich stehe trotzdem da und mache da mal eine 9 Stunden Pause. So, da ist keine Attraktivität mehr. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Truck Racing verbindet Sie drei ja alle auch miteinander, die Leidenschaft und die Emotionen auch. Wie sieht es denn beim Thema Nachhaltigkeit aus? Wie stehen Sie dazu und wie ist da die Verbindung? Ich weiß zum Beispiel von Ihnen, dass das bei Ihnen auch im Unternehmen ein ganz großes Thema ist. Ja, ist es. Also ist mir ein persönliches Anliegen. Wie gesagt, erstmal bin ich so erzogen worden, schon als Kind. Dann bin ich aus dem Raum rausgegangen und habe gesagt, muss ich das Licht ausschalten. Wenn nicht, gab es hinter die Ohren vom Papa. Das war schon damals so vor 40 Jahren und hat sich auch nichts daran geändert. Also ich bin generell jemand, der eigentlich sehr ressourcenschonend unterwegs ist. Und das auch natürlich versucht, im Unternehmen so zu leben. Das ist natürlich schwierig manchmal bei... Und das in einer Minute die Ohren auf. Ja,
Kann schon mal passieren, ne? Und nur das Wohnzimmer heizen. Genau, und ja, und deswegen, ich glaube, wir haben da alle eine Aufgabe, müssen was tun, in unsere Umwelt einfach zu schonen, nachhaltiger zu agieren. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren bei uns im Unternehmen das Motto Bio Green. Also wir wollen einfach da auch Vorreiter sein in der Logistikbranche, haben mittlerweile schon angefangen, Technologien umzustellen. Gerade Antriebstechnologie ist auch ein Thema natürlich. Die Entwicklung ist zu langsam, glaube ich. Im Moment gibt es halt noch wenig Alternativen. Also Batterie, elektrische LKWs kommen jetzt langsam, die ersten auf dem Markt, vielleicht nächstes Jahr, die wir einsetzen können. Wasserstoff wird viel darüber gesprochen, aber ist noch nichts verfügbar an LKWs. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir investieren im ersten Step in LNG, in Gas-LKWs und haben da schon mal die Chance, mit dem LNG also 20% CO2 zu reduzieren und andere Emissionen, Feinstaub, Stickoxide um 90%. Auch Lärm ist ja ein wichtiges Thema, wird auch reduziert. Also das Gasfahrzeug ist deutlich leiser als ein Dieselfahrzeug und haben da schon mal da einen Großteil unseres Fuhrparks umgestellt. In den letzten 2 Jahren über 300 Fahrzeuge da in LNG investiert. Und jetzt dran Bio-LNG auch da Ressourcen aufzutun und Bio-LNG zu tanken, was nochmal einen Schritt macht, ist dann auch, um CO2 weiter einzusparen. Und dann schauen wir mal, was kommt in dem Bereich. Und als nächstes dann, wie gesagt, Batterie-LKWs, Wasserstoff-LKWs sind wir auch offen für alle Themen. Aber es ist ja nur ein Thema, die Technologie. Man gibt dort noch viel mehr, was man machen muss in Richtung Nachhaltigkeit. Gerade Leerfahrtenreduzierung ist ein wichtiges Thema. Und da sind wir wieder beim Thema Kunde und Preis. Wenn jetzt natürlich der osteuropäische Unternehmer da aus Polen mit dem ukrainischen Fahrer drauf, der halt ein Drittel der Lohnkosten hat, wie wir es in Deutschland haben, und die Ladung billiger wegschnappt in der Frachtenbörse, dann haben wir natürlich auch da keine Chance, uns sozusagen nachhaltig aufzustellen und die Touren zu bekommen am Markt, die wir brauchen. Also da müssen auch alle zusammenspielen, da muss auch mehr Ehrlichkeit rein, weil viele haben natürlich tolle Überschriften und wollen sich als große nachhaltige Unternehmen präsentieren, aber dann hinter den Kulissen ist halt manchmal nicht viel zu sehen. Also da muss auch eine Ehrlichkeit rein und das wünsche ich mir einfach, dass da auch jetzt das losgeht, dass man da hinter die Kulissen schaut, die Daten sich anschaut, Zertifizierungen voranbringt, dass wir nicht nur darüber reden, sondern auch was machen. Weil ich glaube, es ist schon 5 nach 12, ich habe 3 Kinder und ich will einfach da nicht mehr vorwerfen lassen, oder das ist mein eigener Antrieb auch zu sagen, okay, wir übergeben unseren Kindern im Prinzip noch eine Welt, die lebenswert ist und die auch noch in ein paar Jahrzehnte und wo überlebensfähig ist. Und da sehe ich aktuell einfach, dass wir über den Verhältnissen leben, dass wir zu viel Emissionen verursachen, dass Lebensquellen einfach wegbrechen, im Prinzip da eine Regenwälder werden abgeholzt und alles da, um Ölpflanzen herzustellen, um Biodiesel von mir aus zu produzieren. Also passiert eine Menge Blödsinn und ich glaube, wie gesagt, wir leben über den Verhältnissen und wir müssen einfach jetzt gucken, dass wir da schnellstens die Kurve kriegen und dass wir alle was dafür tun. Das Thema Leerfahrten ist ein schwieriges Thema. Was muss da passieren und inwieweit können Sie die Gedanken Gesundheit, die Gedanken des Kollegen auch nachvollziehen? Also ja, die Leerfahrten müssen reduziert werden. Wir haben sie relativ stark reduziert. Wir liegen noch bei knapp 8% Leerfahrten nur. Wie habt ihr das gemacht oder wie ist das gelöst worden? Indem ich im Zweifelfall Kunden gesagt habe, ich fahre nicht mehr für euch. Mhm. Indem ich das Kundenportfolio so zusammengebracht habe, wie es mir reinpasst. Nicht immer nur dem Kunden. Mhm. Man kann dem Kunden immer alles recht machen. Man kriegt vielleicht auch ein Stück bezahlt. Aber wenn ich über Nachhaltigkeit darüber nachdenke, muss es einfach ins Portfolio passen. Mhm. Und da bin ich relativ konsequent, wo ich auch sage, nein, ich fahre für dich nicht mehr oder nicht für diese Bedingungen. Mhm. Wir haben bei uns in den Objekten angefangen mit Solarplatten. Mülltrennung ist schon Standard, weil weil ich auch so erzogen worden bin, sage ich mal. Und wo man manchmal vielleicht auch 2-mal oder 3-mal drüber nachdenkt, muss das jetzt wirklich neu sein oder was gebraucht ist. Oder wir haben nicht nur neue Fahrzeuge, ich tue auch zwischendurch mal ein Gebrauchtfahrzeug kaufen, weil die Altfahrzeuge müssen ja irgendwo hin. Was passiert denn mit einem 4 oder 5 Jahre alten Auto? Mhm. Für uns heißt das immer, eure Abgasnorm ist nicht erfüllt und in Afrika fährt es weiter. Wo reden wir dann? Wir reden hier über Nachhaltigkeit, aber in Afrika interessiert es keinen, weil wir müssen auf der ganzen Welt irgendwo alle zusammen. Es ist ja nicht nur, dass wir in Deutschland sagen, wir haben 1,5 Grad reduziert, sondern müssen ja alle einen Beitrag dazu machen. Und ich muss mir auch nicht jedes Jahr einen neuen Plasmafernseher kaufen, sag ich mal, dann hält er halt 3, 4, 5 Jahre. Weil mit den Altgeräten gibt es eine Entsorgung, ohne Frage, aber viele gehen in Seekontainern und gehen dann irgendwo nach Afrika auf irgendwelchen Deponien. Da wird dann Gold und Kupfer rausgebrannt, weil es einfach abbrennt, was übrig bleibt und so weiter. Von der Warte, denke ich mal, muss man auch ab und zu beim Kunden dann Nein sagen, um gewisse Kriterien zu erfüllen.
Clemens Hengner, was ist für Sie die Technologie der Zukunft? Was ist es? Ist es Elektromobilität? Ist es Wasserstoff? Ist es Gas? Ist es eine Mischung aus allem? Was ist es? Ich bin da sehr zwiegespalten, wenn wir das Thema nachhaltig ansprechen. René hat eben von den Gas-LKWs gesprochen. Dann wir sprechen immer über Verbräuche, über CO2-Ausstoß, aber kein Mensch spricht von der Nachhaltigkeit bei der Produktion. Genau wie Sven sagt, ein LKW ist gut für 2-3 Millionen Kilometer. Sondern die Nachhaltigkeit wurde eigentlich bei uns zerstört durch die Abgasklassen und die LKW-Maut. Wir hatten damals die Situation, werde ich nie vergessen, ich rufe meinen DAF-Verkäufer an und sage, ich möchte nur 3 Autos bestellen, fliege Montag aber in Urlaub. Ich sage, melde mich, wenn ich wieder da bin. Da sagt er zu mir, nee. Sagt er, die müssen wir heute noch bestellen, weil wenn du wieder da bist, können wir nur noch Euro 5 bestellen. Da war die LKW-Maut, stand außen vor, da hat noch kein Mensch von gesprochen. So, dann haben wir Euro 3 gekauft, um uns halt diese Mehrkosten Euro 5 zu sparen. Und ein Jahr später waren meine Autos ein Jahr alt und ich hatte den alten Euro 3-Stinker, mit dem ich nicht mehr wettbewerbsfähig unterwegs sein konnte auf der deutschen Autobahn wegen der Maut. Das hat meiner Meinung nach nichts mit nachhaltig zu tun, sondern in Deutschland haben wir eigentlich nur eine Diskussion, wo wir mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen ihm, was er besser machen soll. Aber fang nicht bei uns an. So, wir wollen Gas, wir wollen Wasserstoff, wir wollen Elektro. Wir wollen aber keine Braunkohle, wir wollen keine Atomkraft und wir wollen auch keine Windräder mehr bei uns in der Umwelt stehen haben. Wo kommt denn dann der Strom her? Das ist eine Diskussion, die führen wir überhaupt nicht. Ne, das ist genauso, wie René sagt, wir sind damals erzogen worden, mach's Licht aus, wenn ein Raum verlässt. Und heute soll ich mein Auto da tanken. Aber ich sehe das sehr schwierig, gerade wenn wir die Dieseltechnologie sehen. Guckt euch unsere Renntrucks an. Wir waren da mit 6000 Newtonmeter, 1200 PS mit HVO-Diesel. Da qualmt nichts mehr. Das heißt, die Dieseltechnologie ist in meinen Augen mittlerweile so weit, dass die so sauber verbrennen. Ne? Wenn wir heute bei so einem Euro 6 LKW mal mit dem Finger durch den Auspuff gehen, da ist kein Rußpartikel, da ist nichts Schwarzes mehr dran. Sondern diese Technologie geben wir jetzt auf, obwohl wir überhaupt noch nichts Greifbares Neues haben. Was ist für Sie, Herr Reinhardt, die Technologie der Zukunft? Was werden wir erleben? Kann man halt nicht sagen. Also es wird dann in vielen Bereichen, wird er da gerade im schweren Verkehr natürlich jetzt aktuell entwickelt. Und was das kommt als nächstes, also neben den Gas-LKWs, ist dann einfach batterieelektrisch. Da warten wir jetzt im nächsten Jahr die ersten Fahrzeuge, die auch einsetzbar sind. Im Moment sind da die Reichweiten noch sehr gering, 100 Kilometer bei dem schweren LKW, ist einfach viel zu wenig. Aber ich denke, das wird jetzt hochgehen, so auf 250 Kilometer auch mit dem 40-Tonner. Und damit ist es schon erstmal einsetzbar im Nahverkehr, Regionalverkehr. Und Wasserstoff ist, wie gesagt, ein Riesenthema. Da entwickeln auch einige Hersteller natürlich massiv dran. Ist auch von der Bundesregierung so gewollt und gefördert natürlich die Wasserstoffprojekte. Ja, gibt es auch natürlich viele Meinungen zu dem Thema. Muss man abwarten. Aber das sind natürlich die Dinge, die jetzt im Spiel sind. Gas-LKWs, batterieelektrische LKWs und Wasserstoff. Und so die drei Technologien, die kommen sollen. Verbrenner ist halt leider verbrannt in Deutschland. Die Konzerne nicht ganz unschuldig dran. Natürlich gerade im Pkw-Bereich wurde ja da durch die ganzen Dieselskandale natürlich das Thema irgendwie komplett verspielt. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, hätte man auch sicherlich eine Chance gehabt, noch den Diesel auch noch weiter salonfähig zu halten. Das hat man da im Prinzip dann selber irgendwo aus der Hand gegeben, diesen Trumpf. Und dadurch kam halt auch dann das öffentliche Ansehen einfach, wurde da komplett sozusagen mit Füßen zertreten irgendwo. Und deswegen ist halt einfach ein Diesel heute nicht mehr, ein Verbrenner nicht mehr konkurrenzfähig oder salonfähig. Meine Herren, vielen, vielen Dank. War sehr aufschlussreich, auch teilweise kontrovers, aber sehr, sehr ehrlich auch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Dankeschön. Schönen Abend. Thank you.